Wo ist ein normaler Warenkorb am günstigsten? Welcher Laden bietet am meisten fürs Geld? Dazu vergleichen wir die Preise für 35 Produkte. Eine breite Stichprobe. Grundnahrungsmittel, Fleisch, Gemüse, aber auch einige Genussmittel wie Süßigkeiten, Bier und Sekt. Wir erheben die Preise bei den großen Discountern und Supermärkten. Wir notieren dabei immer den billigsten Preis, wenn möglich pro Kilo oder pro Liter. In der Stichprobe einige Markenartikel, vor allem aber die günstigen No-Name-Produkte. €1,99 beim Rewe, €2,49 hier, also das ist schon ein gewisser Unterschied, ne? Bevor wir zusammenrechnen, wollen wir wissen, liegt die Preisexplosion wirklich nur am Krieg in der Ukraine oder streicht irgendjemand doch mehr Gewinne ein, als er dürfte? Handelsforscher Thomas Röb glaubt das nicht. Er sieht vor allem gestörte Lieferketten verantwortlich für die Preissteigerungen. Kein neues Phänomen, das wir in Zusammenhang mit der Ukraine-Krise setzen dürfen, sondern im Gegenteil. Wir haben also bereits seit 2 Jahren Zusammenhang mit Corona massive Preissteigerungen. Und es gäbe noch einen Grund, den schwachen Euro. Weil viele Waren auf dem Weltmarkt in Dollar bezahlt werden müssen, werden manche Lebensmittel für uns noch teurer. Und die Bauern? Machen die in der Krise extra Gewinne? Wir treffen Bernhard Rüb von der Landwirtschaftskammer. Er streitet das ab. Das Problem ist, im Moment wird alles teurer, auch für die Landwirte. Die Energie, Landwirtschaft funktioniert ja weltweit entscheidend mit Diesel. Die Transportkosten steigen, der Strom wird teurer. Das heißt, die Lagerkosten, die Verarbeitung, das Umladen. Weil viele Produzenten mit dem Rücken zur Wand stehen, kann auch der Handel nicht mehr für günstige Preise sorgen. Das beobachtet René Schumann, der Preisverhandlungen zwischen Lebensmittelherstellern und Händlern begleitet. Also historisch ist es natürlich so, dass der Handel die Verhandlungsmacht, die Oberhand hatte. Vor 8 Wochen circa ist es gekippt. Dort haben die Hersteller definitiv die Verhandlungsmacht an sich gezogen und haben mit einer hohen Preisaggressivität auch die Mehrpreise entsprechend durchgezogen. Allerdings vermuten manche Händler, dass nicht alle Preisforderungen der Hersteller gerechtfertigt sind. Edeka sagt uns, man wisse, dass viele der vorgebrachten Preiserhöhungsforderungen nicht auf echten Kostensteigerungen beruhen. Stattdessen wurde und wird der Verweis auf die allgemeine Inflation als willkommenes Argument genutzt, um die eigene Gewinnmarge zu verbessern. Beispiele nennt Edeka nicht. Die harte Konkurrenz zwischen den Supermärkten scheint aber dafür zu sorgen, dass viele Teuerungen nicht an die Kunden weitergegeben werden. Zumindest noch. Die Erzeugerpreise für Mehl etwa sind seit letztem Jahr um 39% gestiegen. Aber Mehl im Laden ist erst 23% teurer. Ähnlich bei Butter. Die Erzeugerpreise plus 70%, Preis im Laden erst 31% höher. Und der Einfuhrpreis von Kaffeebohnen plus 68%, der Kaffee im Laden ist aber erst 8% teurer. Das Schlimmste kommt noch, wenn man sich einfach anschaut, Erzeugerpreisindex, Logistikkosten, weiter steigende Energiepreise, werden sich die Verbraucher auf steigende Preise einstellen müssen. Ungerechtfertigte Gewinnmitnahmen scheinen eher die Ausnahme. Die Kosten an allen Stellen der Lieferkette sind schlicht viel zu hoch geworden. Kann man die hohen Preise trotzdem etwas abfedern, wenn man nur beim richtigen Laden einkauft? Für unseren Testwarenkorb mit 35 Produkten haben wir die Kilo- und Literpreise zusammengerechnet. Das Ergebnis? Teuerster Laden in unserer Stichprobe Rewe. €132,43. Auf Platz 5 Edeka. Kaum günstiger mit €129,54. Die Discounter liegen vorn. Platz 4 Lidl mit €123,60. Platz 3 Penny €120,17. Platz 2 Netto. Hier gab es viele Sonderangebote, die den Gesamtpreis gesenkt haben auf €119,90. Unangefochten der billigste Aldi mit €117,93. Unsere Stichprobe zeigt, vor allem bei Obst und Gemüse sind Rewe und Edeka teurer als die Discounter. Preisunterschiede gab es auch bei den Markenprodukten. Bei Grundnahrungsmitteln liegen dagegen alle eng beieinander. Viele No-Name-Produkte kosten sogar bei allen exakt gleich viel. Ein Kilo Zucker 79 Cent. Ein Liter Milch 92 Cent. 10 Eier 1,99 €. Selbst Salami-Pizza im Dreierpack 2,66 € pro Kilo.
Wer also konsequent nur Eigenmarken kauft, der kommt in allen Läden preislich ähnlich weg. Noch mehr Verbraucherthemen gibt es hier und zur ganzen Sendung geht's hier.